Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem SG Active Trading Webinar. Mein Name ist Holger Fertig und ich bin Produktexperte für Zertifikate und Optionsscheine hier in der Société Générale. Heute haben wir die Trading-Gruppe hier. Thema, wie immer mit der Trading-Gruppe, Swing Trading mit Vorfiltern. Und ich freue mich jetzt schon auf Ingmar Königshofen und Stefan Feuerstein von Börse Daily und René Wolfram von realmoneytrader.com. Bevor wir über ins Webinar gehen, ganz kurze Risikohinweise. Unser Webinar richtet sich für die kundigen Selbstentscheider, die schon Erfahrungen im Bereich Hebelprodukte gesammelt haben, beziehungsweise die besprochenen Produkthinweise zu Hebelprodukten erfolgen lediglich zu Demonstrationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen. Und wie die meisten von Ihnen wissen, beinhalten Hebelprodukte hohes Risiko, welches bis zum Totalverlustrisiko beim Erreichen des Knockouts passieren kann. Ganz kurz, bevor ich an die Kollegen übergebe, würde ich noch gerne darauf hinweisen, morgen ist zwar frohen Leichnam, wir haben aber noch eine Free Trade Aktion mit verschiedenen Brokern, darunter die 1822 Direkt, Comdirect Consors und Dadat bzw. Just Trade und Max Blue sowie S-Broker. Das heißt also, wenn Sie die Trading-Idee, welche Sie heute vielleicht nachspielen oder nachtraden wollen, oder eine der beiden Trading-Ideen, die wir Ihnen heute präsentieren, dann können Sie das bei diesen Brokern morgen sogar kostenfrei. Ja. So viel von meiner Seite. Ich will jetzt auch gar nicht lange auf die Folter spannen. Ich übergebe an Ingmar Königshofen, der macht einen kleinen Rückblick auf die letzte Idee. Ingmar, ich freue Ja, mich. vielen Dank. Ja, super. Vielen Dank, Holger, für die einführenden Worte. Auch von uns natürlich einen wunderschönen guten Abend. Freut uns, dass Sie wieder so zahlreich mit dabei sind. Sollten zwischendurch Fragen aufkommen, einfach in die Fragenbox schreiben, dann werden wir die Fragen aufgreifen, können diese direkt im Chat beantworten oder aber auch dann hier über die Tonspur, wenn das für alle interessant ist und wenn etwas unklar ist. Holger hat es gerade schon gesagt, wir wollen zunächst einmal einen Rückblick auf das letzte Webinar tätigen. Das war am 20.05. Dort hatten wir zwei Strategien vorgestellt, einmal auf WTI-Öl und auf den S&P 500. Die Strategie auf WTI lautete, dass die Vorfilter angezeigt haben, dass wir uns laut René eher auf der Short-Seite positionieren sollten. Und Stefan, der bei uns für die charttechnische Analyse zuständig ist, hatte gesagt, wir wollen einsteigen in den Short mit einem oder mit einem Stop-Buy bei 31 US-Dollar mit den Zielen bei 28 bis 29, 26 bis 27, 23 und schlussendlich 19 bis 20 US-Dollar. Das waren die Ziele, die vom Stefan aus der Charttechnik hergeleitet wurden und einem anfänglichen Stopp relativ nah dann bei 34. Wir sehen ganz unten aktueller Kurs 37,75 von heute Nachmittag. Und jetzt natürlich die spannende Frage, ob der Trade überhaupt zustande kam. Ja, er kam knapp zustande. Wir sehen hier blau eingekreist den Tag des Webinars. Das war der 20. 2 Tage später wurde die Stop-Buy-Order knapp getriggert bei 31. Anschließend lief der WTI-Preis so ein bisschen hin und her, aber er hatte auch schon kurze Zeit danach diese Stop-Loss-Schwelle bei 34 erreicht. Und dann anschließend, ein paar Tage später, ging es sogar deutlicher bergauf. Das heißt, der Stop-Loss war auch sinnvoll so zu setzen, war ja relativ eng, aber man hat gesehen, dass es Sinn machte, weil dann wurde diese Seitwärtsphase auch nach oben verlassen und der WTI-Preis konnte erstaunlicherweise weiter anziehen. Ich glaube, der ein oder andere ist darüber auch so überrascht, wie ich selber auch, dass der WTI-Preis so stark steigen kann. Die Lagerbestandsdaten, die teilweise kommen, sind ja nicht so optimal. Nichtsdestotrotz steigt der Rohölpreis. Bleibt abzuwarten, wie es da weitergeht. Prinzipiell, glaube ich, gehen wir alle davon aus, dass der Preis noch mal etwas deutlicher korrigieren sollte. Aber momentan zeigt zumindest der Trend weiter nach oben. Also, der Trade ist raus und die zweite Strategie war ein Short auf den S&P 500. Vorfilter laut René hatten angezeigt, dass wir die Short-Seite präferieren sollten. Und laut Stefan sollten wir auch hier einen Stop beisetzen bei 2.900 Punkten mit den Zielen bei 2.750 bis 2.800, 2.650, 2.540, 2.460, 2.300 und schlussendlich 2.200 Punkten und einem Stop bei 3.050. Wir sehen, den aktuellen Kurs war heute 3.200. Also liegen wir über dem Stop.
Bleibt also auch hier mal zu schauen, ob der Trade überhaupt aufgegangen ist, ob wir überhaupt hier eingestiegen sind. Und hier in diesem Falle kam es erst gar nicht zum Trade, weil wir sehen hier blau eingekreist den Tag des Webinars. Und wenn man dann hier die blaue Linie nach rechts abgeht, sieht man, dass wir gar nicht erst reingetriggert wurden in diesen Trade, weil der Stop-Buy lag bei 2900. Und entgegen unserer Erwartungen kam der Markt nicht zurück, sondern ist direkt weiter angestiegen. Wir werden nachher ohnehin auf die Indizes schauen, unter anderem auf den DAX. Und vielleicht kann Stefan, vielleicht als Hinweis jetzt gerade zwischendurch, kannst du dann, auch wenn du auf den DAX eingehst, nochmal ganz kurz zwei, drei Worte zum S&P 500 verlieren, ob sich jetzt noch anbieten würde, dort eine neue Strategie aufzubauen, den Stop-Buy natürlich dann entsprechend nach oben anzupassen oder ob man diese Order komplett löschen sollte. Und damit würde ich dann auch an den René übergeben und wir können die übliche Runde drehen. René zeigt entsprechende Vorfilter auf. Dann kommen wir zum Stefan, der die charttechnische Analyse betreibt und Holger wird dann zeigen, wie man entsprechend Produkte raussuchen kann. Also an dich das Wort, René, und viel Spaß. Ja, danke Ingmar. Auch von mir, hallo in die Runde. Wir legen los mit dem DAX. Vielleicht vorab auch noch mal ganz kurz ein paar Worte allgemein zur Vorgehensweise. Wenn wir über diese Vorfilterungen sprechen, dann geht es immer nur darum, die Wahrscheinlichkeiten zu nutzen. Wir werden niemals Sicherheiten haben. Das heißt, wir werden immer in diesem Graubereich, also in den grauen Nuancen uns bewegen. Heißt also, das wird auch serienweise passieren, dass Märkte genau das, was eigentlich wahrscheinlich ist, nicht machen. Das passiert ja in verschiedensten Bereichen des Lebens und der Physik und der Welt, dass Dinge eintreten, die nicht so super wahrscheinlich sind. Aber am langen Ende passiert schon eher das, was wahrscheinlich ist. Also wenn man mit einer festen Systematik vorgeht, dann wäre das ungefähr so, wie wenn man sagt, okay, wie ziehe ich mich denn jetzt zu welcher Jahreszeit am besten an? Und dann wäre das grobe Regelwerk, naja, so zwischen Juni und August, kurzes T-Shirt, kurze Hose. Dann werde ich aber ab und zu rausgehen und werde vielleicht an 3, 4 Tagen in Folge wird es regnen. Das heißt aber nicht, dass es ab jetzt Quatsch ist, zwischen Juni und August auf kurze Hosen und kurze T-Shirts zu setzen. Das bedeutet einfach nur, es tritt eben auch mal, es kommt auch mal eine Häufung von Anomalien. Und wir haben im Moment in den Märkten generell auch, gerade wenn man sich jetzt was der Ingmar auch angesprochen hatte, wenn man sich die Lagerbestände anschaut von Rohöl, das hat sich zwar gebessert wieder, also auch die Nachfrageseite hat sich jetzt gebessert vor allem, aber die Bestände sind immer noch sehr hoch. Und wenn ich mir die Daten heute anschaue, die Schätzung war, dass die Bestände um 1700 zurückgehen, also um 1700 Millionen Barrel zurückgehen und es sind 5000 dazugekommen. Also eigentlich eine klare Einladung zum Abverkauf. Der Preis ist danach erstmal gestiegen. Aus meiner Sicht ist es im Moment schwerpunktmäßig so, dass in den wesentlichen Assets, also in den Energiemärkten und auch in den Indizes immer noch primär das Szenario gespielt wird. Solange die Daten nicht allzu doll ausfallen, werden Stützungsmaßnahmen. Bei Erdöl sind es eben diese Angebotsverknappung, also die Drosselung der Fördermengen. Und bei den Indizes ist es natürlich, oder für die Indizes sind es natürlich die niedrigen Zinsen, die Notenbankkäufe von Anleihen, die Konjunkturprogramme. Das alles drückt das Ganze nach oben. Und wir fangen mal an. Weil rein emotional, ich nutze zwar jetzt keine Emotionen im Trading, ich treffe keine Bauchentscheidung, aber ich muss sagen, im Moment komme ich mir auch teilweise blöd vor, muss ich ehrlich sagen, wenn ich was von Short erzähle, weil jedes kleine Short-Signal, da fällt es mal 3 Minuten und danach steigt es wieder 3 Tage lang. Man kommt sich tatsächlich blöd vor. Und wenn jemand sehr stark nach Bauchgefühl vorgeht, wird man in so einer Phase, ja, wird man möglicherweise so komplett konfus gemacht werden. Deshalb ist es, glaube ich, immer ganz gut, sich Situationen bewusst zu machen. Die jüngste Situation, bei der man auch antizyklisch handeln musste oder was nicht, was heißt musste, aber wo es auch aus jetziger Sicht natürlich goldrichtig war, antizyklisch zu agieren, während alle anderen gegen einen quasi gelaufen sind. Das war ja die Situation in den Aktienmärkten, wenn wir uns mal 8 Wochen zurückerinnern.
Vor 8 Wochen gab es einen Tag nach dem anderen die Daily Price Limits erreicht in den Futures. Das heißt also, gab es sogar Handelsaussetzungen. Und wer von den Anwesenden hätte damals darauf gewettet, dass wir heute fast am Allzeithoch wieder stehen? Also ich nicht. Ich habe mit einer Erholung gerechnet, aber erstens mit einer zweiten Welle, die ja noch kommen kann. Aber ich hätte sie vorher erwartet und nicht damit, dass es so schnell so stark steigt. Das heißt also, wenn man sich einfach mal zurückerinnert, vor ein paar Wochen, hätte man das nie im Leben für möglich gehalten, dass es jetzt zu dieser Zeit da steht, wo es steht. Also wenn man ehrlich ist, ich glaube, das wird auf jeden Anwesenden hier zutreffen, ohne dass ich die einzelnen Leute kenne, aber einfach eine Einschätzungssache. Und jetzt, wenn man sagt, okay, wie soll das denn korrigieren? Warum soll das denn korrigieren? Fehlt einem wahrscheinlich auch die Fantasie. Deshalb ist es aus meiner Sicht unerlässlich, dass man auf objektive Werte geht, sprich auf Strategien, auf Fundamentalkennziffern, die einem sagen, typischerweise, wenn das und das aufgetreten ist, dann war es ganz gut, sich in diese Richtung zu positionieren. Weil ansonsten rein emotional würde ich jetzt auch keinen Short anfassen. Aber rein emotional hätte ich vor 8 Wochen auch keinen Long angefasst. Und das war goldrichtig, wenn man das gemacht hat. Deshalb gucken wir mal hier auf das Schiller-KGV von dem Nobelpreisträger Schiller entwickelt. Mein Verhältnis dazu ist so ein bisschen zwiespältig. Das Problem mit diesen ganzen Bewertungsdingern ist ja, dass wenn die Datengrundlage nicht stimmt oder wenn die Daten unzureichend sind, im Moment kann man ja keine wirklichen Gewinnberechnungen machen für die ganzen Unternehmen. Auf welcher Grundlage sollen die stattfinden? Von daher bin ich so bei KGVs und den meisten anderen Kennziffern grundsätzlich so ein bisschen vorsichtig. Aber naja, das ist auf jeden Fall ein Bewertungsmaß, was im Moment oder jetzt jüngst auf ein sehr extremes Niveau gegangen war, nämlich auf das Niveau, was wir schon vor anderen Crashs hatten, nämlich hier 1929er Crash und was wir hier auch 1997 erreicht hatten. Da gab es ja auch eine scharfe Korrektur im Markt. Also hier ist es so, das Schiller-KGV, das ist nach diesem deutlichen Rückgang, den wir jetzt im März hatten, ist es jetzt wieder bei knapp 30. Mit dem 10. Juni, also brandaktuell, sind wir wieder bei 30. Und nochmals die historische Betrachtung, auf diesem Niveau waren wir extrem selten. Im Dezember 2017 waren wir da mal, da gab es 2018 dann im Februar die Korrektur, 2 Monate später, 2, 3 Monate später. Wir waren dort 1997, da gab es auch dann Russlandkrise damals, 97, 98, da gab es auch eine Korrektur im Aktienmarkt und wir waren 1929 auf diesem Niveau. Das bedeutet, zumindest von so einer Betrachtungsweise, wir sehen natürlich hier 2, 3 Einzelfälle, also insgesamt 3 Einzelfälle. Statistisch gesehen natürlich nicht repräsentativ. Nur wenn man darauf wartet, dass sowas statistisch signifikant wird, dann müssen wir auf jeden Fall uns sehr, sehr gesund ernähren, denn das werden wir ansonsten nicht erleben. Das wird in ein paar Jahrtausenden sein. Also von daher völlig klar, Orientierungshilfe, ja, es kann zur Vorsicht mahnen, es kann einen vielleicht auch vor der ein oder anderen rein emotional getriebenen Handlung, dass man sagt, okay, ich hechte jetzt hinterher, das steigt sowieso nur noch. Davor kann es einen bewahren, es kann einem eine Orientierungsgröße sein, aber im Endeffekt muss man auch klar sagen, wenn man sich in den letzten 10 Jahren mal anschaut, wie die Märkte sich verändert haben, technologisch, was vor 20 Jahren, als ich zum Beispiel, vor 23 Jahren habe ich angefangen mit Handeln, da war man der King, wenn man 5er Markttiefe hatte, also wenn man die nächsten 5 Orders in der Markttiefe sehen konnte und wenn man 15 Minuten zeitverzögerte Kurse hatte, da war man auch schon ganz gut. Mit Realtime-Kursen war man der absolute King. Heutzutage lacht sich jeder darüber kaputt. Also da hat sich technologisch einiges getan, aber wir haben natürlich auch von der Steuerungskraft der Notenbanken, vom konzertierten Vorgehen der Notenbanken, von den Zinsniveaus und den
den finanzspezifischen Operationen der Notenbanken und auch Steuerungsmechanismen der Regierung mit Konjunkturprogrammen und dergleichen, haben wir Dinge erlebt, die es vorher so noch nie gegeben hat. Also wenn man mir jetzt vor 10 Jahren gesagt hätte, die Zinsen werden mal unter Null fallen, hätte ich vieles darauf gewettet, dass das nicht passieren wird. Heutzutage ist das völlig normal, und Gott weiß, vielleicht werden wir in ein paar Jahren über Zinsniveaus sprechen, die zwischen -5 und -1% sind. Gott weiß. Also da hat sich vieles verändert. Und dadurch, dass sich natürlich vieles verändert, ist es auch immer so eine zweischneidige Geschichte, wenn man jetzt historische Daten benutzt, weil die Märkte stehen heutzutage jetzt in den letzten 10 Jahren und speziell auch in den letzten 4, 5, 6 Jahren viel mehr unter dem Pantoffel von Notenbanken und den wichtigsten Industrienationen und deren Politik, als es früher der Fall war. Das heißt also, es kann gut sein, dass so klassische Bewertungskriterien, dass die schon sehr ins Extrem laufen und dass es dort Ungenauigkeiten gibt oder mehr Ungenauigkeiten als früher. Deshalb ist das mit Vorsicht zu genießen. Das muss nicht bedeuten, dass der Markt jetzt einbricht. Es kann sein, dass wir dort jetzt auch den Ausnahmefall erleben. Aber es ist auf jeden Fall eine Orientierungshilfe. Würde das jetzt bei 15 stehen oder bei 20, würde ich anders vorgehen. Aber so ist es auf jeden Fall ein Hinweisgeber darauf, dass man durchaus mal immer wieder Versuche unternehmen kann auf der Short-Seite, auch wenn das in den letzten Wochen natürlich überhaupt nicht das Richtige war. Und langfristig betrachtet, aus meiner Sicht, ist es auch so, dass wir gerade auch durch diese Zinsen und durch die Liquidität wahrscheinlich einen riesigen Bullenmarkt noch sehen werden. Das ist jedenfalls meine Überzeugung. Und wenn ich noch Longs hätte, die ich aus dieser Crash-Phase mal hatte, würde ich die jetzt noch gerne halten. Das Problem ist, ich habe sie nicht mehr und ich handle außerdem auch eher kurz- bis mittelfristig, als dass ich langfristig agiere. Aber langfristig mit Blick auf 2, 5 Jahre bin ich sehr, sehr bullisch und gehe davon aus, dass wir noch ganz, ganz andere Niveaus erreichen werden. Kurzfristig spricht A, das Schiller-KGV dafür, dass man auf jeden Fall aufpassen sollte, dass da Korrekturchancen da sind. Und wir haben ja auch vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen. Die Erfahrung von uns dreien war, also von Stefan, von Ingmar und mir, aus dem Bekanntenkreis auch, dass ganz viele, die noch nie was mit Aktien gemacht haben, tatsächlich da reingesprungen sind. Nach jetzigem Stand haben die alles richtig gemacht. Das Problem ist, ganz viele, die jetzt gekauft haben in den letzten Wochen, die sind nicht trainiert darauf, in Stresssituationen, wenn es anfängt, gegen sie zu laufen, die Sache entweder ruhig zu managen, auszusitzen, was auch immer. Und deshalb glaube ich, meistens ist es ein zähes Ding, bis es mal wieder korrigiert. Wenn es dann aber mal losgeht, dann, wenn der Stein mal ins Rollen gebracht ist, dann wird es heftig. Aber im Moment ist es noch eine zähe Geschichte. Und deshalb waren die ersten Versuche, die man wahrscheinlich unternommen hat, nicht von so großem Fortun geprägt. Zweiter Faktor, den wir uns anschauen, ist die Saisonalität. Da sehen wir, dass es typischerweise, speziell so ab Mitte Juli, da ist jetzt noch ein bisschen Zeit hin, das wäre jetzt noch ein Monat, aber oftmals so zwischen Mitte Juni und Mitte Juli, in diesen 4, 5 Wochen, gibt es oftmals eine Top-Bildung. Da kann man anfangen, auf der Short-Seite Signale zu handeln. Das Entscheidende ist ja auch hier wieder, das sind die Vorfilter, die sagen uns, schau mal in diese Richtung, versuch mal da reinzukommen. Oft passiert es ja, wenn der Markt wirklich bärenstark ist, dass man gar nicht reingetriggert wird in der Position. Also es geht nicht darum, jetzt zu sagen, das wird fallen, sondern die Wahrscheinlichkeit ist doch ein ganzes Stück größer dafür, dass es korrigiert. Aber wenn ich das 20 Mal mache und 20 Mal solche Konstellationen habe, werde ich wahrscheinlich in 5, 6 Fällen gar nicht ausgeführt. Und in 2, 3 Fällen werde ich ausgeführt, aber es läuft trotzdem nicht. Das muss also klar sein. Saisonalität zeigt also ab Juni, Juli gen Süden. Speziell so Mitte Juli ist es oftmals ein guter Zeitpunkt, um mal auszusteigen, die Position zu reduzieren oder auf der Short-Seite, wenn man aktiv handelt, etwas zu probieren. Und dann schauen wir uns als letztes auch mal den klassischen Chart an. Was ich gerne mache, ist, ich schaue mir auf höheren Zeitebenen, sprich auf Wochen- und auf Monatsbasis, die Kerzen an. Und zwar hat das den Grund,
man hat manchmal komprimiert aufgetreten sehr, sehr starke Trendbewegungen. Zum Beispiel, was ich nutze, ist eine Strategie. Ich zeige mal gerade die Kapitalkurve dazu ganz schnell. Ich nutze eine Strategie. So sieht die Equity dazu aus. Erstens, die handelt alle Schaltjahr mal, die Strategie. Also das ist jetzt kein Reichmacher. Die trifft aber extrem oft. Die hat eine Trefferquote von über 82%, Profit Factor von 11. Profit Factor zeigt die Profitabilität einer Strategie an. Aber wie gesagt, handelt sehr selten. Deshalb hat man auch diese langen Flat-Phasen hier. Aber man sieht, die ist über Jahrzehnte sehr profitabel. Heißt also, wenn mal so eine Situation auftritt, dann kann man das auch handeln und hat eine gute Wahrscheinlichkeit. Bis dato jedenfalls. Das ist keine Garantie für die Zukunft. Was die Strategie macht, um es einfach runterzubrechen oder auf den Punkt gebracht zu erklären, die handelt dann, wenn wir innerhalb eines Monats ausgehend vom Monatseröffnungskurs eine bestimmte Spanne in eine Richtung gelaufen sind. Das ist so zwischen 1000 und 1600, 1700 Punkte. Da gibt es Häufungspunkte, an denen man sehen kann, dass es dann dreht. Was man im Chart, im langfristigen Chart daran festmachen kann. Hier unten sieht man die Range-Größe, hier rechts sind die Punkte. Das heißt also hier so ein Balken, wenn der hier landet, dieser hier zeigt an, das war eine Range, die 2000 Punkte groß war. Und diese Monatskerzen, die zeigen einfach, dass es innerhalb eines Monats, dieser ausgefüllte Bereich, in dem Fall dunkel hier, das ist ja die Spanne zwischen Eröffnung und Schlusskurs. Und dieser Docht zeigt ja an, dass es eine Preisbewegung in diese Richtung gegeben hat. Die wurde aber zum Schluss hin dann gekontert. Und man wird bei diesen ganz, ganz großen Monatsranges, wird man sehen, dass es dort nicht durchzog bis zum Monatsschluss, sondern dass es dann einen Konter gab. Im Prinzip arbeitet diese Strategie dann, wenn es extrem beschleunigte, panikartige Kauf, meistens aber sogar Verkaufsbewegung gegeben hat. Und das ist jetzt in diesem Monat auch der Fall. Wir haben schon wieder, und das nach einer Woche, hatten wir eine Abweichung vom Monatsöffnungskurs von 1129 Punkten oder so. Bedeutet, da fange ich dann an, eine erste Tranche auf der Short-Seite reinzunehmen. Und wenn das 1600 Punkte Abweichung hat, dann fängt man an und sucht für eine zweite Tranche einen Einstieg. Man muss mit so einer Vorgehensweise okay sein. Viele werden sagen, da handel doch in Trendrichtung, da verdienst du mehr. Muss jeder machen, wie er das für richtig hält. Die Strategie ist sehr, sehr profitabel, wenn sie mal arbeitet und zeigt also, dass es, wenn es sehr schnell starke Preisbewegungen gegeben hat in eine Richtung, dass es dann Konter gibt. Das ist das, was auch in diesem Monat, was ich auch in diesem Monat nutze. Das heißt, wenn ich alles zusammennehme, haben wir das Schiller-KGV, was natürlich eher Aussagekraft über Monate oder über 1, 2 Jahre hat, was sehr hoch ist, über 30 oder um die 30 herum, heißt akute Korrekturgefahr im Aktienmarkt. Saisonalität so ab Mitte Juni, spätestens ab Mitte Juli für die Short-Seite. Und wir haben hier jetzt auch für diesen aktuellen Monat haben wir einen so starken Ausschlag in der ersten Woche gehabt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Bewegung abbricht oder ins Stocken gerät, auch erhöht ist. Heißt also, von den Vorfiltern haben wir eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass es korrigiert. Wahrscheinlich bedeutet nicht sicher, aber das bedeutet, in diese Richtung suche ich Einstiege. Und wie diese Einstiege dann herausgefiltert werden, das kann uns der Stefan sagen. Ja, hallo auch nochmal von meiner Seite und ich beginne zwar zunächst mal mit der ganz langfristigen Betrachtung im DAX, soll allerdings nur am Rande eben für die aktuelle Strategie interessant sein. Das ist einfach, um da gewisse Dinge zu zeigen, denn René hat es schon erwähnt, wenn man verschiedene Zeitebenen verwendet, jetzt hier zum Beispiel einen Monatschart, wo eine Kerze ein Handelsmonat ist, und dann lassen sich daraus möglicherweise Signale erkennen, die ich dann in einer untergeordneten Zeitebene im Wochenchart, im Tageschart zum Beispiel nicht mehr erkennen kann. Und deswegen arbeite ich mit den verschiedenen Zeitebenen und kann da einfach mehr Details da rausnehmen. Und was man in der Zeitebene sehr schön sehen kann, da haben wir zwei Bärenmärkte drin, einmal von 2000 bis Anfang 2003, der ging insgesamt 3 Jahre lang, und dann haben wir die Finanzkrise von Ende 2007 bis Anfang 2009.
haben wir ein bisschen mehr als ein Jahr, was den Bärenmarkt angeht. Und im aktuellen Fall hatten wir einen Bärenmarkt von rund 2 Wochen, die letzte Februar und die erste Märzwoche mehr oder weniger. Und das ist dann doch ein wenig wenig für einen Trendwechsel, den wir eigentlich schon drin hatten. Und auch René hat schon erwähnt mit dem Schiller KGV, wir sind mittlerweile alles andere als günstig. Diese Rallye, was wir jetzt zuletzt gesehen haben, die ist vor allem auf die Liquidität zurückzuführen. Die Notenbanken und die Politik haben die Märkte ja mit Geld geflutet und zwar noch viel, viel, viel extremer, als es bereits mit der Finanzkrise der Fall war. Und genau dieses Geld sucht eben den Weg nach Rendite und mangels Alternativen landet es eben über kurz oder lang am Aktienmarkt. Das Problem ist aber, dadurch, dass das nicht fundamental untermauert ist, was man eben an den hohen KGVs erkennen kann, ist diese Bewegung quasi auf tönernen Füßen gebaut. Das ist wie ein Kartenhaus, das dann irgendwann auch mal wieder einstürzt. Und das ist eben die Frage nur, wie weit wird es vorher gehen, bis eben dieses Signal für eine Korrektur, für eine erneute Korrektur kommt. Kann man da noch etwas warten? Gibt es da nochmal eine Übertreibung nach oben oder könnte es schon nach unten losgehen? Und in der Wochenebene, die ich jetzt eingeblendet habe, ergeben sich daraus erstmal keine wirklichen Erkenntnisse. Im Tageschart, da habe ich ein paar Indikatoren mehr mit eingeblendet. Da sieht man schon, beim klassischen MACD sind wir in einem relativ weit im positiven Bereich relativ weit angelangt und da verengen sich die Bänder. Da stehen wir kurz vor einem klassischen Verkaufssignal. Wir haben hier oben, was den Kursverlauf umhüllt, das sind die Bollinger Bänder. Da kleben wir momentan am oberen Band und haben jetzt in dieser Woche uns etwas davon entfernt. Und per Definition ist es so, wenn der Kurs aus den Bändern in die eine oder andere Richtung ausbricht und dann an dem entsprechenden Rand kleben bleibt, wie wir es hier während des Einbruchs im März gesehen haben, dann haben wir eine besonders hohe Trendstärke und erst wenn sich der Kurs dann von dem Band wieder entfernt, dann ist diese Bewegung ausgereizt und das Ganze haben wir jetzt eben seit Mai, wo wir hier an den oberen Rand angestiegen sind und kleben da immer noch dran. Und wie gesagt, jetzt in dieser Woche haben wir uns etwas davon entfernt. Und das ist ebenfalls ein Anzeichen dafür, dass diese aufwärtsgerichtete Bewegung womöglich schon an ihr Ende gestoßen ist. Wie gesagt, hier unten der MACD, der Stochastik-Oszillator steht auch kurz vor einem Verkaufssignal. Und hier unten haben wir noch den Williams-Prozent R, den kann man als Filter beispielsweise verwenden oder man kann ihn auch als Signalgeber verwenden, wenn man letzteres macht, könnte es hier auch in Kürze ein weiteres Verkaufssignal ergeben. Durch die häufigen Schwankungen, was wir in den letzten Wochen hatten, macht es momentan mehr Sinn, sich Stundencharts anzugucken oder auch gerne mal einen 30-Minuten-Chart. Da kann man einfach mehr Details erkennen. Und was man hier im Stundenchart sehen kann, ich habe es mal gelb markiert, das sind die Kurslücken, die wir in den vergangenen Wochen geöffnet haben und noch nicht geschlossen haben. Das ist natürlich, gibt es dazwischendrin immer wieder Kurslücken, die sind tatsächlich dann relativ rasch auch wieder geschlossen worden und das ist der Regelfall, dass solche Kurslücken dann relativ rasch geschlossen werden und die geöffnet bleiben, da ist davon auszugehen, dass die eben über kurz oder lang dann ebenfalls wieder geschlossen werden. Und daraus ergibt sich auch schon das erste Trendwendesignal oder die Bestätigung des ersten Trendwendesignals. Wir haben hier schon diese abflachende Dynamik drin in Verbindung eben mit leichten Verkaufssignalen. Das heißt, das Pendel ist schon leicht auf die Shortseite gewandert. Wenn wir jetzt da unter die 12.400 ungefähr fallen, dann haben wir diese Kurslücke hier geschlossen und wenn wir da drunter gehen und dann haben wir eine Bestätigung eben von dem, was wir momentan oder was ich als leicht negativ bezeichnet habe und dann soll es auch relativ schnell weiter nach unten gehen, dann haben wir hier bei 12.000 nochmal so eine Kurslücke und im weiteren Verlauf dann hier unten so bis 11.700. Diese Gaps, da gehe ich davon aus, dass wir die relativ rasch abarbeiten können und so dass sich zunächst mal ein Kursziel ergibt von
rund 11.600. Und dann ist eben wichtig, wie hoch die Dynamik drin ist in der Bewegung. Denn die nächste Marke liegt dann schon bei rund 11.000 Punkten. Wie gesagt, wichtig ist hier, dass diese Marke ja unterschritten wird. Es kann allerdings relativ schnell gehen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass eben mit der Dynamik, wie es nach oben ging, dass die dann auch nach unten hin weiter zeigt. Denn ich habe es ja schon, oder René hat es ja auch schon erwähnt, von der fundamentalen Seite sind wir da losgelöst und das funktioniert normalerweise nicht lange, sondern dann irgendwann kommt es eben, drängt sich die Realität wieder in den Köpfen durch und dann kommen wir auch wieder auf normale Niveaus. Und auch da kann ich mich nur René anschließen. Kurzfristig sehe ich die Gefahr aufgrund von der übertriebenen Erholungsbewegung, dass wir da noch ein bisschen nach unten kommen. Langfristig würde dann so eine Korrektur dann aber auch wirklich wieder günstige Einstiegsniveaus mit sich bringen, denn die Liquidität, die von der Politik und von den Notenbanken in die Märkte gepumpt worden ist, die dürfte natürlich dann hinten raus auch wieder für weitere Anstiege sorgen. Da muss ich dann allerdings auch wieder zeigen, ob diese Anstiege dann fundamental untermauert sind oder eben nicht. Und wenn sie es eben nicht sind, und dann baut sich da dann ebenfalls wieder die Gefahr auf, dass da eine korrigierende Bewegung dann auch wieder ansteht. Jetzt kurzfristig ist es, wie gesagt, so, aufgrund von der Übertreibung, aufgrund von momentan ausgeblendeten negativen Einflussfaktoren, wenn die denn wieder wahrgenommen werden, Stichpunkt Brexit beispielsweise, wo die Verhandlungen um eine Lösung, um ein Regelwerk nach dem Ausstieg Ende des Jahres nach wie vor stocken, da geht es nicht weiter. Sieht momentan eher nach einem No-Deal aus, was dann entsprechend schlecht für die Wirtschaft wäre. Die Anleger ignorieren komplett die negativen Folgen aus der Corona-Krise, die in den USA ja eigentlich noch viel schlimmer war als bei uns. Und dennoch dürfte auch bei uns die Wirtschaft da weiteren Schaden nehmen. Und das sieht man eben, dass immer noch Unternehmen schließen. Das erhöht die Arbeitslosenquote. Und ich glaube, dass das Thema auch noch nicht so schnell erledigt ist, wie sich das der eine oder andere wünscht. Und auch von dieser Seite, wenn es da weitere negative Nachrichten gibt, die dann auch irgendwann mal von den Anlegern im Zuge der momentan schon fast euphorischen Stimmung wahrgenommen werden, dann dürfte es auch wieder weiter nach unten gehen. Zur Strategie habe ich ich habe mir Gedanken gemacht, macht Sinn, einen Stop-Buy zu verwenden. Ich gehe allerdings davon aus, nachdem wir in dieser Woche schon schwächer waren, machen wir mal eine Limit-Order rein, Limit 12.600. Da gehen wir etwas riskanter heute mal an die Sache ran. Den Stoppkurs dafür allerdings relativ eng bei 12.850 und das sind wir knapp über diesem kleinen Zwischenhoch. Und dazu gehe ich jetzt mal in die 15-Minuten-Ebene rein. Da lässt sich einfach noch mehr erkennen. Da ist eine Kerze eine Handelsdauer von 15 Minuten. Und wie gesagt, hier die 12.800, da sind wir knapp eben über diesem markanten Zwischenhoch, was wir am 10. Mai erreicht haben. Und Limit, wie gesagt, hier bei 12.600. Und nach unten hin haben wir dann Ziele bei zunächst rund 12.300, da sind wir so in dieser Region, was da angetestet worden ist. Dann sind wir auch relativ schnell schon bei den 12.000 Punkten und dann im weiteren Verlauf eben immer wieder Punkte, die dann wirklich etwas markanter sind, 11.800, 11.600 bis hin zu 11.200. Und wenn wir dann wieder eine Zeitebene nach oben gehen, dann gehen wir hier mal in die 60-Minuten-Ebene, da kann man einfach mehr erkennen. Dann sind wir hier bei den 11.200, die ich genannt habe. Dann sind wir hier irgendwo. Und da kann es natürlich sein, wenn dann immer noch genügend Abwärtsdruck drauf ist auf der Bewegung, dass auch diese Unterstützungszone hier unterschritten wird. Und dann ergeben sich dann natürlich automatisch neue Kursziele nach unten. Ich würde es jetzt erstmal
bis dahin betrachten. Und wenn es dann wirklich so kommt, gehe ich auch davon aus, dass wir das eine oder andere Webinar noch gemeinsam erleben werden. Und da können wir dann immer noch mal auf den Trend, auf den Trade eingehen. Wie gesagt, ich wiederhole das Trading Setup dann nochmal, bevor ich an den Holger übergebe, in dem Fall etwas riskanter mit Limit 12.600. Das heißt, solange der Kurs über 12.600 ist, bauen wir eine Short-Position aus. Unterhalb von 12.600 nicht, deswegen die Limit-Order. Die 12.850 ist der Stoppkurs. Wenn wir da drüber rausgehen, dann trennen wir uns wieder von der Short-Position. Und die Ziele nach unten hin, wie genannt, die 12.300, 11.800, 11.600 bis hin zu 11.200. Und jetzt übergebe ich an den Holger. Ja, vielen Dank für diese Idee. Das Problem, das man natürlich immer hat, und ich werde gleich meinen Bildschirm teilen, ist natürlich in dem Falle, wie finde ich das richtige Produkt dazu? Na, also allein wir als Emittent in Deutschland haben mehr als 250.000 verschiedene Produkte und im Gesamtmarkt gibt es über 1,5 Millionen Produkte. Wahrscheinlich ist das schon mal wieder 1,6 Millionen. Wie auch immer, es gibt ganz viele Produkte. Wie findet man das richtige Produkt für dein Trading-Setup? Und wir haben da verschiedene Tools. Wir haben auf der einen Seite haben wir auch natürlich unsere Produktsuche, die Sie hier oben direkt am Tab finden. Aber wir haben auch noch Match My Trades. Es wird gerade hier angezeigt im Banner als Werbung. Aber auch hier haben wir eine Kachel, über den wir Match My Trade starten können, beziehungsweise das Tool ja, laden können. Ja, natürlich muss man das alles bestätigen, was man machen will. Und Sie sehen schon, ja, wir sind unter dem Limit, das heißt der DAX, ich hatte vorhin mal geschaut, wir waren teilweise über 12.600 Punkte und in der Zwischenzeit im späten Handel ging es dann doch etwas noch nach unten, das heißt momentan würden wir gar nicht ausgeführt, aber wir haben schon den DAX ausgewählt und da wir hier auf fallende Kurse gehen, wählen wir natürlich die Fallenden aus. Und hier ist natürlich jetzt, welches Kursziel man wählt. Es wurden hier vom Stefan verschiedene genannt. Ich gebe jetzt erstmal das erste ein. Wir wollen ja nicht zu gierig sein für den Anfang. Und das Zieldatum, Stefan, ja, es ist immer schwierig. Ich sage immer eine Woche bis 10 Tage. Wie siehst du das, deine Strategie? Also wenn wir die 11.200 zugrunde legen, dann gehe ich schon davon aus, dass wir da vielleicht so bis Ende Juni dann das erreicht haben könnten. Und zu der Limit-Order noch einen ganz kleinen Hinweis. Wir haben ja nachher noch die Fed-Sitzung und dann ist es eben so, ich muss da irgendwo mit einem Limit arbeiten, weil das kommt ja dann, wenn wir schon fertig sind und dass da eben das Risiko nicht da ist, dass es da eine heftige Bewegung gibt und der eine oder andere macht da eine Order ohne Limit rein und kommt dann womöglich zu ganz schlechten Kursen da in so ein Trade rein. Deswegen ist es da immer wichtig, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, wo möchte ich denn einsteigen? Oder was würde denn Sinn machen und deswegen eben diese Limit-Bedingungen, wo ich dann sage, wenn es jetzt mal kurzfristig runtergehen sollte heute noch, dass wir auf 12.450 sind und dann morgen vielleicht auf 12.600 wieder ansteigen, dann kommen wir eben erst morgen dann mit dem Trade zum Zuge oder im schlechtesten Fall eben gar nicht, aber ich muss mein Risiko irgendwo eingrenzen dann dabei. Das ist richtig. Also man sollte wirklich auf sich Marken setzen, ob das jetzt sozusagen auf der Stop-Loss-Seite ist, beziehungsweise auf der Einstiegsseite, beziehungsweise eventuell sollte man sich, und deswegen wurden ja auch diese Ziele genannt, sich auch ein Ziel geben, wo will ich eigentlich hin? Ja, das Tool ist aber ganz, ganz innovativ. Man kann jetzt sozusagen auch seinen Stop hier setzen. Wir hatten jetzt gesagt, unteres, also das Ausstiegslimit bei 12.850, das können wir jetzt mal hier so einfach reinklicken. Und ich habe jetzt einen kürzeren Zeitraum gewählt, bewusst, weil wir natürlich auch ein, ich habe mir das erste Ziel ausgewählt mit 12.300 Punkten. Und dann sieht man dann auch schon die ersten Produkte, die angezeigt werden. Jetzt ist natürlich die Frage, was will man handeln? Ja, will man sich eher auf der exotischen Optionsscheine-Seite wie Stay High, Stay Lows bewegen, beziehungsweise konzentriert man sich hier auf Turbos oder Standardoptionsscheine. Das ist, glaube ich, ja, da ist jeder Trader bzw. jede Idee so gut wie die eigene Meinung.
Und es geht um Selbstentscheider. Sie müssen wählen, welches Produkt. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal nur zu Darstellungszwecken mich auf die Turbos beschränken. Das ist das Lieblingsprodukt der Kunden. Und schon haben wir dann sozusagen die erste Idee dazu, welches Produkt ich mir auswählen kann. Ja, also in dem Falle wären das dann die Endlos-Turbo-Shorts, die angezeigt werden. Und dann kann man natürlich hier über einen Klick auf die Lupe sich das Produkt dann genauer anschauen lassen. Das heißt, man kommt auf die Produktdetailseite und man sieht dann die genauen aktuellen Daten zu dem Produkt. Beziehungsweise man könnte auch direkt handeln und zu einem unserer Partner wechseln. So viel dazu, wie man das Produkt auswählt. Ich würde, ja, wir können natürlich auch nochmal ein tieferes Kursziel wählen. Ja, also wir hatten ja auch noch die 11.200 als Beispiel. Ich bin gespannt, ob da wirklich so viel noch passieren wird bis Ende Juni. Und es, ja, im Endeffekt, es gab eine leichte Veränderung hinten, aber im Endeffekt, das Produkt ist dann doch das gleiche, weil einfach das Stop-Loss nach oben getriggert ist. Wie finde ich jetzt den richtigen Einstieg? Beziehungsweise wie setze ich den richtigen, das richtige Limit, um natürlich bei den 12.600 dran zu kommen. Das können wir gerne im Anschluss machen, beziehungsweise Sie können uns auch gerne mal anrufen. Das würde jetzt, glaube ich, etwas zu weit gehen, aber man kann das sich relativ einfach ausrechnen, und zwar die Differenz vom Basispreis zum aktuellen Stand ist der faire Value des Produktes, und so platziert man dann seine Limit Order. Insoweit würde ich weitergeben. Ja, an den René. Genau, danke. Wir schauen uns den zweiten Markt an, und zwar ist das Palladium. Ist mal so ein bisschen fernab vom Mainstream. Palladium, einer der interessantesten Rohstoffe der letzten Jahre, beziehungsweise ich glaube sogar, es müsste der Rohstoff sein, der am besten gelaufen ist, wenn man die letzten 2, 3 Jahre sich anschaut. Selbst nach dem Preisrückgang, den es dort gegeben hat, immer noch sehr attraktiv, liegt daran, dass wir natürlich eine technologische Veränderung bei der Autoindustrie oder in der Autoindustrie erleben, und da ist Palladium ja, das Hauptprodukt, das dort verbaut wird in den Katalysatoren, ist aber auch in Smartphones, in vielen Computergeräten und dergleichen verbaut. Und bei Palladium sollte man dazu wissen, dass es keinen separaten, gesonderten Palladiumabbau gibt, sondern Palladium wird als Nebenprodukt gefördert, also als Nebenprodukt beim Kupfer- und beim Nickelabbau. Das bedeutet, die Angebotsseite ist insofern limitiert, als solange die Preise für Nickel und für Kupfer nicht durch die Decke gehen, werden die Fördermengen oder das Fördertempo auch nicht gigantisch ausgeweitet werden. Das heißt also, das wird so nebenher gefördert sozusagen, und dadurch ist das ein ganzes Stück weit limitiert, und da kommt das Angebot in den letzten Jahren jedenfalls, da gibt es mehrmals im Jahr einen Report, im Februar war das jetzt diesen Jahres, gab es den PGM Report, da wurde auch aufgezeigt, dass das Angebot die Nachfrage immer noch nicht decken kann so richtig. Deshalb ist dieser Markt grundsätzlich interessant für die Long-Seite, hat sich zwar schon wieder ganz ordentlich erholt, aber ist auf jeden Fall spannend. Ich werde gleich zeigen, warum. 3 Faktoren, die ich mir hier anschaue. Erstens, wo sind die Produktionskosten? Produktionskosten sind hier so bei $720. Das ist so der letzte Stand. Da hat sich jetzt natürlich ein bisschen was getan. Es kann sein, dass die sogar noch ein bisschen runtergegangen sind. Also wir liegen deutlich über den Produktionskosten. Deshalb kommt dieser Markt auch durchaus immer mal wieder zurück. Aber wesentlicher Faktor ist halt, dass das Angebot immer noch nicht die Nachfrage wirklich decken kann. Deshalb ist das für die Long-Seite attraktiv, obwohl wir deutlich über den Produktionskosten liegen. Dann 2. Faktor, Saisonalität. Da sehen wir, dass eigentlich man in den Wintermonaten natürlich in diesem Markt am besten aufgehoben ist auf der Long-Seite. Da hat man speziell im Dezember, das ist ein Trade, den wir hier ja auch schon ein paar Mal thematisiert haben, schon ein Weilchen her, aber den wir eigentlich auch immer wieder machen, Palladium und Platin, die gehen da ziemlich Hand in Hand. Ab Dezember bis in den Februar Long, das ist so die beste Zeit. Jetzt so in den Sommermonaten, ja,
ist jetzt die Saisonalität unterstützt jetzt den Preis weder nach oben noch nach unten. Das bedeutet für mich aber nicht, dass ich diesen Markt nicht handle, sondern es bedeutet für mich, dass ich die Gewichtung runtersetze, wenn ich dort was mache. Und der dritte Faktor, und das ist eben hier ein ganz wesentlicher, der für mich eine Rolle spielt, ist, sind die COT-Daten. COT-Daten sind ja ein Report über die tatsächlichen Positionierungen der Händlergruppen. Da sind die Produzenten dabei, ist die abnehmende Industrie dabei, da ist das Managed Money, also da sind Fonds dabei. Und wir kriegen somit also ein ganz gutes Abbild davon, wie sind die großen Parteien positioniert. Und man muss jetzt diesen Report, viele vielleicht sind neu dabei, vielleicht hat man davon noch nie was gehört. Es geht, wie gesagt, darum, die unterschiedlichen Marktteilnehmer haben ja einen ganz anderen Charakter teilweise. Während wir als Spekulanten aus Differenzgeschäften Profit ziehen wollen, heißt also, wir kaufen jetzt und hoffen, dass wir höher verkaufen, haben die Produzenten das einzige Ziel, sie wollen ihr Produkt, ihren physischen Bestand verkaufen. Und die sind deshalb normalerweise, treten die als Verkäufer auf. Im Moment haben wir die Situation wieder, und das kam selten vor, das ist diese rote Linie hier, das sind die Commercials, und das sind primär Produzenten in diesem Markt. Das sieht man daran, dass die Nettoposition fast immer negativ ist, weil Produzenten treten als Futures-Verkäufer auf. In der Vergangenheit war es so, wenn diese rote Linie nahe der Null war, das bedeutet, es wurden vergleichsweise wenig Preise festgeschrieben, es wurden wenige Futures verkauft von den Produzenten, dann ist der Preis, wie hier, richtig nach oben geschossen, hat sich vervielfacht, hier auch eine Vervielfachung, hier gab es auch einen ordentlichen Schub von knapp 50%, hier gab es auch eine riesige Rallye, hier auch und hier auch. Heißt also, die Vorbedingungen für steigende Notierungen in diesem Markt sind nach wie vor sehr, sehr bullisch, und die Positionierung der großen Händlergruppen lässt den Schluss zu, dass hier jederzeit wieder eine Aufwärtswelle einsetzen kann. Im Moment, wie gesagt, würde ich das Ganze moderat gewichten, heißt vielleicht nur die Hälfte des eigentlichen Einsatzpotenzials wählen. Aber das ist ein Markt, der auf jeden Fall sehr bullisch ist, weil wir immer noch ein Angebotsdefizit haben. Die Nachfrage ist immer noch größer als das Angebot. Wir haben sehr bullische COT-Daten. Die Saisonalität ist neutral. Das hindert mich jetzt nicht daran, long zu handeln, sondern mindert einfach nur meinen Einsatz. Heißt also Palladium, wenn man alles zusammennimmt, für die Long-Seite ganz klar attraktiv. Aber schwankt natürlich auch stark. Deshalb muss man hier auch dann im nächsten Schritt, und da kommt der Stefan ins Spiel, schauen, wo lege ich meinen Einstieg fest, an welchen Punkten gehe ich rein, weil das hat extreme Schwankungen zwischenzeitlich, und jetzt einfach blind zu kaufen wäre natürlich falsch, besonders jetzt in so einer Jahreszeit, sondern da muss man gucken, welche Einstiegsniveaus machen Sinn, und da gebe ich an den Stefan, der uns das aufzeigen kann. Jawohl, zumindest probiere ich es mal. Auch hier zunächst mit der langfristigen Betrachtung des Palladiumverlaufs, das ist einfach in dem Fall wieder ein Monatschart, da ist ein Balken, ein Handelsmonat, und da kann man einfach viel mehr aus der Vergangenheit sehen, als wenn man sich eben nur einen reinen Tageschart betrachten würde, wo die Historie dann von mir aus mal 3, 4, 5, 6 Jahre sind. Und hier gehen wir zumindest zurück mal bis ins Jahr 2005, kann man natürlich noch viel weitermachen. Was da interessant zu sehen ist, ist, wir haben einen langfristigen Aufwärtstrendkanal. Der ist jetzt zwar nicht so extrem oft bestätigt worden, allerdings ergibt zumindest eine Orientierung vor auf der langfristigen Ebene, und da sind wir mit dem aktuellen Kursniveau jetzt etwas höher als in der Mitte, und deswegen ist es interessant, sich dann auf den unteren Zeitebenen sich den Verlauf genau anzuschauen, denn wie gesagt, hier sind wir momentan eher so im neutralen Bereich. Kann sein, dass der Kurs, also jetzt, wenn man nur diesen Chart betrachtet, kann sein, dass er nach oben geht, kann sein, dass er nach unten geht. Deswegen verwenden wir die Vorfilter, wie es René bereits erklärt hat, und deswegen auch die verschiedenen Zeitebenen, um dann eben mehr Details zu bekommen, wo geht's hin, und dann um letztlich auch das Trading Setup dann zu erstellen mit dann wirklich klar definierten Bedingungen. Jetzt haben wir hier den Tageschart.
Da sieht man, wir hatten jetzt eine Korrekturbewegung in dem Jahr, sind dann über diesen Abwärtstrend, diesen ganz kurzfristigen, sind wir mittlerweile nach oben angestiegen, haben allerdings jetzt zuletzt hier eine mehr oder weniger seitwärts gerichtete Phase und da wird es dann eben spannend, in welche Richtung brechen wir da wirklich aus, denn daraus würde sich dann auch ein Trendsignal ergeben. Und im aktuellen Fall für eine Long-Position bietet sich's eben an, zumindest das letzte Zwischenhoch oder das Überwinden des letzten Zwischenhochs abzuwarten. Das haben wir eben hier gehabt. Und für mehr Details würde ich dann doch nochmal in die Stundenebene reingucken. Da kann man einfach mehr mit erkennen. Wie gesagt, da fällt es etwas deutlicher auf. Wir hatten hier im Juni bislang das Hoch bei rund 2040 US-Dollar und die Einstiegsbedingungen wie immer bei Stops eben auch dann immer mit einem kleinen Sicherheitspuffer. Insofern würde ich in dem Fall sagen, wenn der Kurs wirklich über die 2050 Dollar ansteigen würde, dann habe ich einen nachhaltigen Anstieg über das letzte Zwischenhoch und dann gehe ich auch davon aus, dass wir wieder weiter nach oben laufen. Und auf der anderen Seite habe ich den Stoppkurs unter den letzten markanten Zwischenhochs. Tiefs und die habe ich, wenn ich mir das hier mal angucke, sind wir irgendwo um den Bereich 1920 so rum. Dann habe ich hier nochmal, wo man ganz kurz unter die 1900, 1890 vielleicht hier rangelaufen sind. Da sind wir wieder über der 1900. Und deswegen würde ich den Stoppkurs auch knapp unter die letzten markanten Tiefs platzieren. Diesen Einbruch, was wir hier Anfang Juni gesehen haben, den blende ich mal für die Strategie aus. Und denn wie gesagt, wenn wir hier nach oben, wir müssen ja erstmal über die 2050 ansteigen, bis wir diesen Stoppkurs hier unten platzieren, dann haben wir ja schon das Kaufsignal, das Trendfolgende. Und dann kann ich ja bei einem weiteren Anziehen der Notierungen die Stops auch relativ schnell unter die letzten Zwischenhochs dann weiter nach oben anpassen. Soweit zum Stoppkurs zu den Zielen. Da muss ich jetzt allerdings dann wieder eine Ebene nach oben gehen. Da kann man jetzt in der Stundenebene noch nicht so viel erkennen. Ich habe zunächst die Region um rund 2120. Die hätte man tatsächlich nochmal erkennen gekonnt auf der Stundenebene. Wenn wir dann allerdings weiter zurückgehen, dann kommen wir irgendwo in den Bereich um rund 2300. Da hatten wir hier teilweise etwas massivere Tests in dem Bereich. Dann haben wir auch relativ schnell den Bereich um rund 2500. Das hatte ich hier nochmal kenntlich gemacht mit dieser Widerstandszone. Und dann auf dem weiteren Weg nach oben sind wir dann aber auch schon bald bei rund 2900, was dann das bisherige Allzeithoch darstellt. Das sind so die Ziele, die nach oben hin erreicht werden können. Das heißt nicht, dass sie erreicht werden müssen. René hat es eingangs schon erwähnt, dass es wir versuchen, da gewisse Wahrscheinlichkeiten zu erarbeiten, in welche Richtung das ein Trend geht und versuchen dann noch zu bestimmen, wo eben bestimmte Marken sind, wo der Kurs drehen könnte oder wenn Dynamik drin ist, wenn Kraft in der Bewegung drin ist, wenn er solche Punkte oder Bereiche überwindet, dann deutet es eben darauf hin, dass er noch weiterläuft und dann muss ich ja etwa wissen, bis wohin könnte es denn gehen, bis dann das nächste Problem entstehen könnte und insofern eben diese Kursziele. Und auch hier, ich habe es auch schon erwähnt, wenn wir da tatsächlich dann nach oben weggehen und eine Bewegung sieht ja irgendwo immer so aus, dann die Stoppkurse immer unter die letzten Zwischentiefs nachziehen mit einem kleinen Sicherheitspuffer, dann ist man in der Trendbewegung immer mit drin. Man erreicht zwar nie die absolute Spitze, bevor der Trend wieder nach unten dreht, allerdings hat man einen Großteil des Trends damit mitgemacht, man ist dabei in so einer Phase und da schenke ich auch ganz gerne die letzten paar Prozent dafür her, wenn ich in der Phase, wo eben eine hohe Trendwahrscheinlichkeit da ist, wenn ich da meine Gewinne mitnehmen kann. Soweit von meiner Seite aus. Ich wiederhole ganz kurz nochmal die Bedingungen, bevor ich dann heute letztmalig zum Holger übergebe. Wir haben gesagt, eine Palladium-Long-Position mit einem Stop-Buy bei 2050 US-Dollar. Bedeutet im Gegensatz zu der Limit-Order, was wir bei dem DAX hatten, wir gehen erst
oder wir eröffnen erst die Position, wenn wir über 2050 US-Dollar im Basiswert nach oben steigen, nicht darunter, erst wenn wir drüber gehen. Der Stoppkurs dann bei 1880 US-Dollar, wenn wir da drunter gehen, dann sieht es eher danach aus, als ob der Kurs weiter zurückkommt. Und die Ziele, dann habe ich auch schon erwähnt, 2120, 2300, 2400, 2500, 2600 und dann das Allzeithoch bei 2900 US-Dollar. Und wie gesagt, wenn wir dann tatsächlich so weit laufen sollten, und dann haben wir mit Sicherheit ein Webinar dazwischen, wo wir dann auch diesen Trade nochmal aufgreifen können. Das war's von meiner Seite. Ich übergebe jetzt nochmal an den Holger, der Ihnen zu der Produktseite dann noch ein paar Informationen geben kann. Ja, super. Vielen Dank, Stefan. Das sind ja irre Ziele. Jetzt ist die Frage natürlich, wie überwacht man den Palladiumpreis? Also es ist jetzt nicht irgendwie ein Preis, den man auf jeder Seite findet. Sie können ihn bei uns überwachen. Also Sie können bei uns auf der Marktübersicht schauen erstmal, also beziehungsweise Sie können sich auch Ihre eigene Marktübersicht selber konfigurieren über den Button. Trotzdem haben wir schon mal für Sie die wichtigsten Märkte beziehungsweise erstmal die meistgehandelten Produkte zusammengefasst. Indizes zeigen wir, Volatilitätsindizes, Edelmetalle, und da sind wir schon bei Palladium, und da können Sie nämlich genau die Entwicklung vom Palladium sehen. Das heißt also, hier zeigen wir Ihnen unsere Live-Indikationen auf der Webseite. Das hilft dann auch vielleicht für Sie, den Basiswert zu überwachen, beziehungsweise zu schauen, was macht Palladium im Moment. Ja. Jetzt ist ganz wichtig, bei Palladium ist es so, dass wir das Tool Match My Trade, welches ich vorhin vorgestellt habe, nicht nutzen können. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Produkte auf Palladium hauptsächlich Futures-basiert sind, und MatchMyTrade funktioniert leider nicht bei Future-basierten Produkten. Das heißt, wie kommen wir jetzt zum richtigen Produkt, um den Trade sozusagen, oder das Produkt zu identifizieren, welches den Trade für uns am besten abbildet? Man kann erstmal darüber gehen, über welches Produkt mache ich das. Also auf der linken Seite Anlageprodukt, auf der rechten Seite haben wir die Hebelprodukte. Wir können aber auch erstmal anfangen, über den Basiswert zu suchen, weil wir wollen ja Palladium sozusagen abbilden. Wie ich schon sagte, es gibt zwar ein paar Produkte auf Palladium auf den Spotpreis, aber hierbei ist es so, dass die meisten und vor allem die Handelsprodukte auf den Future laufen. Und das ist der September Future im Moment. Das heißt, wir haben schon mal eingeschränkt, dass wir nur Produkte uns anzeigen lassen, welche auf Palladium basieren. Und jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, hier die Faktorzertifikate auszusuchen. Im Moment ist das die einzige, die uns angezeigt wird. Beziehungsweise ich schaue jetzt nochmal nach, warum das nur die Faktorzertifikate sind. Wir können die Suche zurücksetzen. Wir gehen jetzt mal über den Produkttyp. Wir suchen Turbo-Optionsscheine und suchen da das Palladium. Und da ist es dann wohl dann doch auf dem Spotpreis. Ja, also momentan scheint es so zu sein, dass wir nur die Faktorzertifikate haben, was ein bisschen schade ist. Aber dann gehen wir kurz auf die Faktorzertifikate, wie man da sozusagen sein ideales Produkt sucht. Ja, das heißt, wir gehen hier wieder auf Palladium und in Future und kann dann, je nachdem, ob man Long oder Short, in dem Fall würden wir eine Long-Position bevorzugen mit den verschiedenen Hebeln mit 1, 2, 3, 4, 5. Und danach sein Produkt aussuchen und sein Limit dementsprechend setzen, beziehungsweise seine Limit Order in dem Produkt. Genau. So viel zur Produktsuche von meiner Seite her. Wir kommen jetzt auch schon zum Ende des Webinars. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Sie haben ein bisschen was mitnehmen können. Ich hatte schon erwähnt, wir haben morgen einen Handelstag trotz Feiertag, und der ist sogar bei vielen Brokern umsonst. Sollten Sie den einen oder anderen Basiswert haben, den Sie gerne in einem Webinar charttechnisch analysiert haben wollen, dann wir haben am Montagmorgen um 9.05 Uhr unser Webinar mit Ralf Ayat. Thema ist Wunschwerte, das heißt, schicken Sie unseren Wunschwert, welchen Sie gerne
analysiert haben wollen. Und wir werden es dann für Sie tun. Also entweder schicken Sie uns eine Mail an service.zertifikate@sgcib.com oder rufen Sie uns an, wie auch immer. Wir nehmen diesen Wunschwert dann auf. Bei zu vielen Einsendungen werden wir natürlich den nehmen, der am meisten gewählt wurde. Aber da können Sie sich Ihren Wunschwert analysieren lassen. So viel von meiner Seite. Kollegen, von euch noch ein Schlusswort von der Seite? Ja, natürlich. Auch von uns natürlich erstmal einen schönen Abend noch an alle Teilnehmer. Vielen Dank für die zahlreiche Teilnahme. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich auch, dass Sie was mitnehmen konnten von den Strategien, was für Sie sinnvoll erscheint. Und dann wünschen wir noch einen schönen Abend, weiterhin gute Trades und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Ciao.